Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wender 1974. Wir sind wieder auf der PSP. Ihr seht schon Rising Star Games, Taito oder Taito. Und ich zeige euch diesen Titel, damit ihr dran vorbeigeht. Das ist Space Invaders Evolution. Ja, gibt so einen Versus-Mode, der ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Mag sein, hier kann man im Matchup sogar auf der eigenen PSP hier gegen zwei Leute antreten. Ihr werdet das sehen. Wir machen einmal kurz den Classic-Modus. Ich zeige euch diese Version, um dann beim nächsten Video euch eine bessere zu zeigen. Auch wenn das jetzt vielleicht grundsätzlich erstmal nicht viel Sinn macht, aber glaubt es mir einfach. Ja. Also es gibt definitiv bessere Versionen von Space Invaders und dafür braucht man nicht unbedingt eine PSP. Das ist hier wirklich das Arcade Original, ja? Also die Legende, die eigentlich alles sozusagen begann. Ich weiß gar nicht, das ist doch mal was hier für euch da draußen. Ich glaube nicht, dass das der erste Space Shooter war, ne? Sondern es war jetzt der erste Shooter, glaube ich, mit so einer, ja, wie soll man sagen, Alien Invasion Story. Und ja, das hat richtig durchgezogen. Das war also, glaube ich, der erste richtige Arcade, der es dann geschafft hat, dass in Japan die Münzen knapp geworden sind. Also das Ding ist legendär. Da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Das muss jeder kennen. Das ist eine Bildungslücke, wer das nicht kennt. Ja. Vielleicht zu anderen Sachen. Space Invaders hat natürlich überraschenderweise 5 Milliarden Klone gehabt. Also Alien Invaders auf dem Videopack ist, glaube ich, ungefähr die Version, die am seltsamsten ist. Was Space Armada auf dem Intellivision ist noch einigermaßen nachvollziehbar, aber ja, es gibt definitiv genügend Space Invaders Varianten. Ja, die Atari-Version ist ein bisschen farblich anders gehalten, aber trotzdem immer noch sehr spielbar. Sonst, ja, wer die Chance hat, das an einem Automaten zu zocken, soll es daddeln. Das hatte ich nicht mehr, weil dazu war ich dann selbst zu jung. Ich weiß, ich erwähne zu jung. Das ist sicherlich für den einen oder anderen gibt es einen Lacher. Also deswegen, das kann ich nicht mitreden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier wirklich nur mal antun soll, dass ich euch das mal ein bisschen zeige. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt mal betont ist, weil es ist so ein bisschen laut. Ja, ich glaube, den Run schaffen wir auch noch. Weil eigentlich möchte ich euch sozusagen das hier nur als kleines Intermezzo zeigen für etwas wesentlich Besseres. Und für den, naja, den Future-Modus, da werdet ihr sehen, der ist nun wirklich, wollte das sagen, ich treffe ich doch. Der ist richtig scheiße. Wisst ihr was, den zeige ich euch jetzt mal eben. Weil der ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Also der ist, der nervt eigentlich nur. Es fängt mit einem fancy Intro an. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Cutscenes. Weil wenn Space Invaders etwas brauchte, dann Cutscenes. Aber gut, es gibt ja genügend Sachen. PlayStation 1 hat ja auch so solche Geschichten gemacht. Alte Arcades remaked in Hochglanz, in 3D, mit Cutscenes, mit Story-Modus und was weiß ich nicht alles. Weil darauf haben wir ja lange drauf gewartet. Und hier habt ihr jetzt das fancy Intro für Space Invaders Evolution. Und falls mich einer fragt, ja, geht an diesem Spiel vorbei. Es lohnt sich wirklich nicht. Also das Original gibt es in anderen Versionen einfacher zu bekommen als auf der PSP. Jetzt zeige ich euch die unglaubliche Schwäche dieses Games. Nämlich der Future-Modus. So, erstmal, es wird ein bisschen fancy Techno, Electronic, Industrial, Mucke. Hast du nicht gesehen, willst du gar nicht haben. Das Ding ist von 2006. Ja, da musste man das wohl so machen. Das war wahrscheinlich die Musik damals für die Hipster. Oh, erstmal immer noch Cutscene. Falls das irgendwie so einer weiß, es greifen Aliens die Erde an übrigens. Kommt man vielleicht bei der Story jetzt nicht so drauf, aber das passiert eigentlich nur bei Space Invaders.
So, jetzt kommt der Future-Modus. Hoffe ich. So, Kapitel 1. So, jetzt dachte ich ursprünglich, als ich das getestet habe, dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so saucool. Vor allem, jetzt hat man so eine Art Rhythmus-System. Ihr seht, mit Beat, Offbeat und hast du nicht gesehen. Ich dachte, ja gut, warum nicht, machen wir mal so irgend so ein Dancing Stage, Guitar Hero, hast du nicht gesehen aus Space Invaders? Meinetwegen. Meine Welt ist das eh nicht. Und dann wunderte ich mich auch einmal, als ich so hier die Reihe mal auswendig gemacht habe. Ah, gut, das geht ja ein bisschen weiter. Okay, das ist so ein bisschen dieser künstliche 3D-Effekt. Aber ich zeige euch das mal. Und ihr seht, da kommen sogar Sachen, die respawnen. Ich bin ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die. Ich glaube, das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe von Space Invaders. Auch vor allen Dingen auch super langweilig. Ihr habt ja schon über die N64-Version so hergezogen, die gar nicht so scheiße ist. Ihr allen N64-Hater da draußen, das ist ja schlimm. Nee, die ist wirklich gar nicht so schlecht, aber das hier? What the fuck? Was soll das? Und es macht auch keinen Spaß. Kann man den erwischen? Nee, ne? Kann ich ja mal eben ausprobieren. Nee, genau. Der respawnt nur. Tja. Und dann seht ihr, da ist der Beat. Also mag sein, dass da irgendwelche Japaner total viel Spaß dran haben. Ich hab's nicht. Ich find's, gelinde gesagt, Käse. Also, es macht echt keinen Spaß. Gott sei Dank gibt es eine bessere Version von Space Invaders auf der PSP als dieses Game hier. Haben sie wohl auch irgendwie gemerkt. Weil ich habe von diesem Remake-Titel auch noch nie was irgendwie gehört. Und als ich ihn dann gespielt habe, wusste ich auch warum. Ich habe mir einen Spaß gemacht, das ist vielleicht etwas, das kann ich auch mal erzählen. Weil ihr hört ja sowieso nicht immer zu. Und falls wenn das doppelt und dreifach ist, dann ist halt doppelt und dreifach, mein Gott. Das erhöht einen Leereffekt. Es gibt auf der PSP auch viele schöne Remakes. Ist ja sowieso so eine Kiste, die ein bisschen, ja, wenn ich sagen, im Kampf gegen den DS auch so ein bisschen so unter vorgehaltener Hand war. Das Ding ist richtig stark. Das Ding hat ja richtig Power unterm Arsch. Und dann gibt es ein paar Games, die wirklich richtig gut sind. Und jetzt, wo ich mich mal wieder ein bisschen mit PSPs und so beschäftigt habe, meine eigene Sammlung habe ich gesehen, da gibt es ja richtig, richtig nice Sachen. Deswegen hier auch der Aufruf nochmal, ne? Das ist dann eher sowas für einen guten Totti oder für andere, die sich da auskennen. Es gibt sicherlich noch ein paar gute PSP-Insider-Tipps, die ich nicht kenne. Neben den üblichen Racern, die ich glaube ich schon mal angesprochen habe in diesen Videos hier, gibt es natürlich auch ohne Ende RPGs, ne? So. Komm, sollen wir mal so die 200 komplett machen? Aber ja, ich glaube, ihr kriegt das mit. So wirklich viel Spaß macht das nicht. Also, deswegen. Weiter habe ich auch, glaube ich, nie gezockt, weil ich weiß nicht, ob ich noch vielleicht ein bisschen mehr hier rumgesmappt habe. Weil eigentlich kenne ich mich ja, wenn ich da irgendwie merke, okay, respawn, dann ist man halt schneller. Und dann räumt man halt die Reihen ab, aber. Tja, also wer diesen Titel gerne mal zelebriert hat, und da soll es ja auch Leute geben, die auch gerne mal eine PSP emulieren, ja, die können ja mal was tun für ihr Geld und die können ja mal irgendwie rausfinden, ob da was passiert. Weil ja, warte. Vielleicht hat er der Donner 5 Stunden Spaß. Vielleicht aber auch nicht. So, haben wir mit 250, machen wir noch vollkommen.
Freude, da ist die nächste Reihe schon wieder da. Also deswegen. Kann ich hier vielleicht irgendwelche Specials machen? Achso, kann die Perspektive wechseln? Ach, kann ich in so eine Ego-Perspektive wechseln? Boah! Ja, jetzt kriege ich doch die Kiddies, die jetzt total begeistert sind. Nee, das ist nicht gut. Was haben wir noch? Naja, können wir die Perspektive wechseln. Okay. Das habe ich jetzt gecharged. Kann ich das Mutterschiff angreifen? Wenn ich es immer sehe. Was ist es denn? Wo ist the Mother Base? Ah, da. Toll. Das nochmal machen? Level plus. Okay. Macht das Spiel auch nicht besser. Nochmal Level plus, okay. Ich muss das voll chargen, das habe ich schon verstanden. Warum geht das jetzt nicht? Das wahrscheinlich nichts abkriegen. Jetzt geht's doch. Das macht schon Sinn, dieses Charge-System nämlich überhaupt nicht. Na komm. Total viel Sinn. Das ist super Game übrigens. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Warum kann ich das nicht maximal aufladen? Warum geht er dann sofort weg? Toll. Level plus, ja. Weil da kann ja chargen und manchmal kann man schießen und manchmal eben nicht. Es gibt ein Success und es gibt ein Failure. Ja. Macht das Sinn? Ich versuche gerade mal, ob man irgendwas mit den Tasten ausfinden kann. Nö. Ist mir egal, Warning. Das macht das Spiel auch nicht besser. Ja, Level plus plus plus. Na, komm. Mach ich toll. Das können die ganze Zeit machen. Ich weiß, jetzt fragt ihr euch, das ist doch jetzt ein richtig geiles Game. Nö. Ist noch irgendjemand? Das nicht. Ja, Release. Mach ich. Wenn ich release, release ich. Irgendwann, ich sag mal ganz ehrlich, ist das nicht so geil. So, gibt's noch was? Natürlich gibt's noch euch. Müssen die langsam gewinnen?
nicht hier 500 weggerutzt. Okay, zwar irgendwie. Hat sich soundtechnisch was getan? Okay. Okay, es ändert sich die Musik, das habe ich jetzt verstanden. Okay, aber das kann doch jetzt nicht alles sein. Muss ich den Beat über 10 kriegen, oder was? Na ganz ehrlich, das ist doch nur ein Game, was Japaner toll finden. Komm, ich release doch. Ich release schneller als mancher PC-Publisher. Dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von Steam. Ich meine, die Musik wird besser. Aber sonst, mal ohne Witz. Findet ihr das gut? Boah, ist das doch. Ist das ein Endlos-Shooter, oder? Was soll das? Wo ist denn das tolle Mutterschiff? Machst du gerade? Können wir uns darauf konzentrieren? Ist kaputt! Und der müsste das Video schon 18 Minuten ertragen. So ein Scheiß. Toll, haben wir sogar ein Level durch. Ja, das ist doch, das hat das mit Smart zu tun. Du baust den Charge auf und dann knallst du die ganze Zeit nur noch eine Smart Bomb nach der nächsten, oder was? Ja, das ist natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich hochstrategisch. So, nächste Cutscene. Oder fliegen wir jetzt einfach zurück? Machen wir die Cutscene einfach nur rückwärts. Ja, fliegen wir da rein. Toll, also ich kann euch sagen, so weit war ich nie. Wahrscheinlich, weil ich auch nie mit der Smart Bomb hier rumgeballert habe, wie irgendwie ein Terrorist of Ecstasy. Ja. Habe ich gewonnen? Kriege ich ein Achievement? Ending unlocked. Ja, da fliegen wir in den Sonnenuntergang. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, ne? Nö, das machen wir nicht. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war Space Invaders Evolution. Finger von. Und ja, gleich kommt die bessere Version. Bis dann. Tschüss.